Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchheim. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, diese Klänge kommen von der Orgel in der Kirche St. Peter Heimstetten. Ist eine besondere Orgel, anscheinend, darüber werden wir uns aufklären lassen. Aber wenn man immer so Kirchenräume betritt, wird es ganz ruhig und andächtig. Dazu noch diese Orgelklänge gespielt von der Organistin hier in der Gemeinde, Christine Gampel. Da oben sitzt schon, schauen Sie mal, wie die Orgel illuminiert ist. Auch das ist schon was Besonderes. Ich weiß nicht, vielleicht dürfen wir mal rauf. Ich darf da so gern rauf. Frau Gampel! Frau Gampel! Hallo? Ich störe ja ungern, aber es schaut und hört sich gut an, so von unten, gell? Sie üben gerade, dürfen wir mal raufkommen zu Ihnen. Wo müssen wir da, an der Seite? Gut, also, dann gehen wir mal hinauf zur Empore. So, die Treppen hinauf. Geht schnell. Ja, das ist der Ausblick. Schön ist es da. So, Frau Gampel, jetzt sind wir da. Es ist erhebend, wenn ich das mal sagen darf, gell? Fühlen Sie das auch immer noch so? Erst einmal Servus. Hallo, grüß Gott. Schon, oder? Wenn man die Gemeinde bespielt, wie oft sind Sie im Einsatz als Organistin? Also ich habe fast eine volle Stelle hier. Oh. Ich spiele sämtliche Gottesdienste, Taufen, Beerdigungen, was halt so anfällt. Ich habe einen großen Chor. Wir machen auch Konzerte regelmäßig, dreimal im Jahr. Ich habe einen Kinderchor, ich habe einen Jugendchor, ich habe eine Jugendband. Also ich decke alles an Musik in der Gemeinde ab, was hier so gebraucht wird. Was sind Sie dann beruflich? Ich bin Kirchenmusikerin. Das ist ein fester studiert? Beruf. Ja, studiert. Ich habe in München an der Musikhochschule studiert bei Hedwig Billgram, Die ist ja vielleicht namentlich bekannt, und habe da meinen Abschluss gemacht 1983, hatte verschiedene Stellen vorher und seit 20 Jahren bin ich jetzt schon hier an der Stelle. Es gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ja, sonst wäre ich ja nicht so lange geblieben. Das Schöne war hier, dass es eine neue Kirche ist mit einer komplett neuen Orgel, dass man quasi Aufbauarbeit geleistet hat. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es war einfach noch nicht viel da. Alles war neu und man konnte den eigenen Stempel einfach aufdrücken. Darf ich mal fragen dann, wie alt die Kirche ist und wie alt die Orgel ist? Die Kirche wurde 1991 gebaut, eine ganz neue Kirche. Und die Orgel kam dann 1996 dazu. Da war die Einweihung im Mai mit einem schönen Gottesdienst und am Abend einem Konzert dann auch auf der Orgel. Und wir hatten das große Glück, dass wir eben eine Sponsorin hier vor Ort hatten, die Frau Glasl, nach der auch diese Straße benannt ist, Maria-Glasl-Straße. Ja. Die hat hier das Grundstück der Kirche vermacht mit der Auflage, dass Heimstetten eine eigene Kirche bekommt und hat auch große Teile der Orgel finanziert, denn so eine Orgel ist ja jetzt wie ein Eigenheim, kann man sagen. 400.000 Mark hat damals diese Orgel gekostet. Oh. Das ist dann schon ein großer Batzen und für eine Gemeinde ist es auch immer schon ein großer Auftrag zu sammeln, um so eine Orgel zu bauen, ja, damit man einfach eine schöne Musik am Sonntag hat. Und dadurch war halt einfach das sehr stressfrei hier, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt zur Gestaltung der Orgel und wie sie sich also präsentiert. Ich habe schon unten erwähnt, die Illumination ist der Knaller, ja, habe ich noch nie gesehen. Aber grundsätzlich ist es auch eine sehr stilistisch neue Orgel, also die, wie sie von außen wirkt. Also man kennt ja die schweren, dunklen, aber das ist sehr hell, sehr leicht wirkt es. Genau. Wer gestaltet sowas? Ja, das ist vom Architekten auch mit angeregt worden. Also wenn Sie die Türme anschauen, die sind ja unserem Kirchturm nachempfunden. Das heißt also drei kleine Kirchtürme auf jeder Seite. Wir haben auch zwei Orgeltürme, also nicht das, was man kennt, dass hinten ein großes Hauptwerk ist und vielleicht in der Mitte dann noch ein Brustwerk an der Empore dran, sondern wir haben zwei Türme, die direkt in den Säulen sind. Das heißt, die Orgel ist relativ weit im Raum drin. Ja? Und die Empore ist auch in den Raum reingezogen. Dadurch, dass wir diese achteckige Form haben, war das gut machbar. Das heißt, wir haben einen großen Raum, um den Chor auch unterzubringen, auch schöne große Orchestermessen zu machen. Da kann man noch Streicher hierher setzen.
für eine relativ kleine Kirche, ja, Halmstetten ist ja jetzt kein Dom, ja, sondern es ist eine kleine Pfarrkirche. Und ich finde das sehr schön, weil ich sitze eigentlich quasi mitten im Raum. Ich bin nicht irgendwo hinten am Speicher oben. Sie sitzen auch über den Menschen, wenn man das genau mal genauer betrachten sollte. Ich bin Teil der Gemeinde, obwohl ich oben sitze. Und das hat mir damals auch sehr gefallen, dieses Konzept. Und die Orgel hat zwei Türme. Dadurch haben wir zwei Blasebalge, die quasi mit Luft versorgen. Das ist so ein bisschen kurios, weil so eine kleine Orgel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit 19 Registern, hat jetzt einen Blasbalg normalerweise. Das reicht ja auch vollkommen aus. Nur es war von der Führung her nicht anders, weil die zwei Türme ja doch relativ weit auseinander sind, haben wir zwei Blasbälge auch. Jetzt muss ich aber mal trotzdem die Technik einer Orgel hinterfragen. Ich selber bespiele sie nicht. Mich, also das ist, wirkt so ruhend, ja, man drückt ein bisschen drauf und da kommt. Wie funktioniert das? Also was, wie nennt man das da das unten? Ist das Pedal. Pedal. Das Pedal wird mit den Füßen gespielt, wie bei jeder Orgel. Das hat eine ganz normale Tastatur, wie oben auch. Bei uns ist es andersrum, wir haben schwarze Tasten unten, weiße Tasten oben. Ein Klavier hat normalerweise weiße Tasten, die schwarzen Tasten oben, das macht aber nichts. Und das Pedal ist genauso bespielbar. Das liegt aber fein eng beieinander, Frau Gampel. Ja. Haben Sie da mal schon also was anderes erwischt? Ein Pianist trägt flache Schuhe. Also mit High Heels ist hier nichts. Ich wollte jetzt gerade probieren, geht aber nicht. Das nennt man? Das sind die Register. Okay. Wir haben verschiedene Register. Wir haben verschiedene der verschiedene Werke. Klang. Genau, wir haben, das ist das Hauptwerk. Mhm. Das sind die Register vom Hauptwerk. Wenn alle drin sind, ist es sehr massig vom Klang her. Aber die sind natürlich auch alle einzeln bespielbar. Die sind dann weiter. Copula. Oh, jetzt habe ich eine Koppel drin, das war verkehrt. Ja, das ist so genau wie eine Flöte ein bisschen, gell? Genau. Und dann gibt es eben auch einen Prinzipal, der ist stärker. Liebe Zuschauer, Christine Gampel klärt uns auf über die Technik der Orgel und wie es klingt. Dazu gleich mehr und dazu gleich mehr auch aus St. Peter, natürlich hier in Heimstetten. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchheim. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Teil 2 aus der Kirche St. Peter hier in Heimstetten mit Organistin und Kirchenmusikerin Christine Gampel. So, wir waren schon auf der Seite, jetzt geht's da weiter. Da sind immer noch die Register, ja, aber die Register andere. Vom zweiten Manual. Ah. Die sind auch einzeln bespielbar. Aber ich kann sie natürlich auch kombinieren. Kombinieren Sie selber oder ist es vorgegeben in den Noten? Es gibt Registrierungen, die sind vorgegeben vom Komponisten, aber in der Regel wird, wenn ich zum Beispiel Gemeindegesang begleite, auf die Menge der Leute abgestimmt. Also wenn ich wenig Leute habe, spiele ich relativ leise und dezent begleite ich dann. Wenn ich einen rauschenden Auszug mache, dann tue ich alles rein, was ich zur Verfügung habe. Alles, was das Register alles, was da ist. Nichtsdestotrotz sehe ich da unten, Rudi, kommst du hin, was sind das da? Oder diese Knöpfe nenne ich jetzt mal so. Genau, das ist, also ich kann alles kombinieren mit diesen Koppeln hier. Ich kann dieselben Koppeln aber auch mit den Beinen schalten, wenn ich jetzt gerade mit den Händen beschäftigt bin. Ich kann, das ist auch eine Besonderheit dieser Orgel, ich kann mir feste Kombinationen einstellen und die dann abrufen. Ich habe quasi so einen Setzer mit vier Buchstaben A, B, C, D und habe pro Buchstaben 8 Möglichkeiten, mir was festzusetzen. Das heißt, ich habe 32 feste Kombinationen, die ich jederzeit abrufen kann. Sie drücken da nicht, sondern auch da unten. Ja, ich kann das mit den Händen machen, ich kann es aber auch mit den Füßen. Was ist Ihnen lieber? Sind Sie Fuß- oder Handspieler? Das kommt aufs Stück an. Also wenn ich ein Stück habe, wo ich jetzt gerade oben spiele mit den Händen und ich habe die Beine frei und möchte dann an einer bestimmten Stelle eine neue Registrierung haben, dann mache ich natürlich mit den Beinen. Mhm. Wenn ich ein großes Pedal-Solo spiele, bin ich ja mit den Füßen beschäftigt, mache ich es mit den Händen. Also das ist, Orgel ist was für den ganzen Körper. Das ist also Organistin, ja, da machen wir mal keinen Sport mehr. So sieht's aus. Das ist ja
Und gesund bleibt man auch, weil die Kälte in einer Kirche hält einen auch noch fit. Ja, ne? Wenn Sie also proben dann so im Winter, glaube ich, ist zapfig, oder? Ja. Also gut, wir haben eine moderne Kirche, wir haben eine gute Heizung. Es ist nicht ganz so schlimm wie in einer Barockkirche. Ja. Barockkirchen dürfen auch nicht so hoch geheizt werden, wegen dem ganzen Stuck, weil der sonst ja verrußt. Ja. Das heißt also, da sind es, glaube ich, maximal 15 Grad. Das ist im Winter dann nicht so Wohnzimmertemperatur. Aber wir dürfen ein bisschen höher gehen mit der modernen Kirche. Herr Gampi, gab es denn oder gibt es noch den Wunsch, und den Sie sich schon erfüllt haben oder noch erfüllen wollen, eine Orgel, die Sie unbedingt bespielen wollen würden als Kirchenmusikerin, wo Sie sagen, das ist die gewaltigste und da möchte ich mich einfach bloß mal hinsetzen? Da gäbe es mehr. Ja? Ja, gut. Es gibt sehr große Orgeln in Amerika zum Beispiel. In Atlanta ist meines Wissens nach die größte Orgel, die gebaut worden ist. Passau Dom ist auch schon ganz schön mit bekannt, fünf Registern und fünf Manualen. Also da ist ja schon einiges geboten. Und es gibt sehr viele schöne große Orgeln, die mir alle noch fehlen in meiner Sammlung. Gampel, da können Sie sich ja noch ranwagen. Jetzt haben Sie diese hier im St. Peter. So, damit verabschiede ich mich. Sie dürften jetzt mal richtig loslegen. Okay. Alle Register, die Sie haben, ich sage Servus, Christine Gampel, spielt uns raus. Alles Gute. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Kirchheim. Wechseln auch Sie!